Hallihallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir waren gerade mal 2 Tage im Urlaub auf Spanien. Und schon ist ganz Playmo Village voll. Mit Neuem. Es ist einfach alles neu hier in Playmo Village. Und das alles dank einer ganz, ganz tollen Person. Dank Sarah. Sarah hat alles neu gemacht. Sie hat den Bürgermeister angerufen. Alles ist neu. Das muss ich euch natürlich gleich zeigen. Kommt, jetzt beginnt die Playmobil-Roomtour. Hier unten hat sich ja jetzt nicht viel verändert. Am meisten ist es draußen, aber ich zeige euch auch die Häuser. Bis auf das Mallorca-Spanien-Haus. Wir waren nämlich in Mallorca, also in Spanien. Das habt ihr ja schon so oft jetzt gesehen. Deswegen, also hier hat sich auch noch nicht viel verändert. Ich bin froh, dass sich Sarah trotz allem Arbeiten trotzdem noch so toll um die Katzen gekümmert hat. Jetzt sind wir hier im Wohnbereich. Hier ist ja unser kleiner Empfangsraum und da ist unser Wohnzimmer. Einen Stock höher sind wir in unserem Zimmer. Mario ist so kaputt, dass er einfach nur noch schnarcht. Er kann einfach nicht mehr, weil die Rückreise war ziemlich anstrengend. Wir sind nämlich mit dem Auto gefahren und nicht geflogen. Hier ist mein Hauswirtschaftsraum. Hier hat sich auch noch nicht so viel verändert. Aber ein klein bisschen, ein klein mini bisschen, sag ich jetzt mal, ein klein bisschen, ganz klein bisschen. Ja, Entschuldigung wegen dem Versprechungsfehler. Ja, wenn euch was auffällt, was sich verändert hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Angekommen im Badezimmer. Euch fällt vielleicht auf, die Familie Magic hat ja eine neue Badewanne. Haben wir nicht neulich erst eine gebastelt? Ja, das stimmt. Leider ist die aber geschimmelt, weil ich so lange da drin Wasser hatte. Ja, da mussten wir sie wegwerfen. Dafür haben wir jetzt aber eine schöne neue Glasbadewanne, die 1 Tonne wiegt und richtig, richtig viel gekostet hat. Aber es hat sich doch tatsächlich richtig doll gelohnt. Auch wenn diese über 100.000 Euro gekostet hat. Das ist kein Scherz. So viel hat sie gekostet. Das ist doch mal ein richtiger Knüller. Es hat sich aber wirklich gelohnt. Sie hat alles, was man sich vorstellen kann. Ja, aber wie ihr wisst, wir haben ja auch etwas Geld im Lotto gewonnen und haben statt dem Auto uns diese Badewanne gekauft. Die sollte jetzt auch richtig lange halten. Jetzt will ich euch aber noch die restlichen Stockwerke zeigen, weil auch hier im Bad hat sich noch nicht viel verändert. Hier ist jetzt erstmal der Balkon. Hoch geht es in Annegrets Zimmer. Sie hat immer noch ihren Hasen da sitzen. Nur bei der Wand hat sich auch etwas verändert. Schreibt dies mir auch gerne hier in die Kommentare. Sonst hat sich auch nichts verändert. Bis auf ihr neues Haus. Dazu habe ich auf Instagram eine Anleitung gepostet. Das könnt ihr euch gerne da anschauen. Ihr seht etwas durch Annegrets Bett hervorblinzeln. In der Turnecke sind auch die Kinder. Sagt doch mal Hallo. Hallo! Wisst ihr eigentlich schon, wieso wir das machen? Wieso Sarah alles neu gemacht hat? Das liegt daran... Halt, Kinder, das erzähle ich am Schluss. Okay. Gut, dass wir es doch nicht vermasselt haben. Naja, immerhin konntet ihr es einhalten. Für die Kinder ist es nämlich ganz schwer, etwas für sich zu behalten. Jetzt ist hier Marias Zimmer. Madeline hat gerade Mittagsschlaf, sie schläft. Das ist Madelines Zimmer. Wieder unten angekommen, seht ihr unsere schöne Terrasse mit ein paar Blumen. Dafür habe ich einfach Schnittlauch verwendet. Unser Auto steht immer noch da. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber wir haben die Trennwand entfernt. Dafür gibt es jetzt da auch einen Hügel, wo man selbstverständlich hochgehen muss. Und wir haben übrigens einen neuen Rasenbelag. Dazu kommen wir aber auch nochmal am Schluss. Sonst hat sich aber auch nichts weiter verändert, bis auf diese Wand, die kann man ausfahren. So, jetzt ist sie ganz ausgefahren und man kann sie wieder einfahren. So, jetzt ist sie eingefahren. Nun gehen wir rein zur Familie Klotz. Hier ist ihre Küche. Da hat sich aber auch einiges verändert, wie zum Beispiel der Essplatz. Hallo Bruderherz, wie geht es dir? Ah, hallo Nicole! Gut, und dir? Ja, mir geht es auch gut. Danke der Nachfrage. Ich wollte den Zuschauern nochmal das Haus zeigen. Ja, klar. Sarah ist oben.
Und Mia übt fleißig krabbeln? Ja, sie kann es schon. Wie geht's denn, Madeline? Gut. Hier ist ja ihr Elternschlafzimmer. Da hat leider ein Pimp bei Playmobil gefehlt, weil es einen Hochladefehler bei YouTube gab. Das passiert leider nicht so unhäufig. Naja, es passiert leider sehr häufig, deswegen. Also eher nicht so selten. Psch, psch, psch. Hallo? Nicole, was für eine Überraschung. Schön, dass du da bist. Naja, du hast mir geschrieben, du willst den Zuschauern das Haus zeigen. Ja, das stimmt. Also, liebe Zuschauer, das ist das Badezimmer. Dort haben wir jetzt eine Marmorwand hingemacht. Neben den großen, modernen Designerfliesen. Ja, und ich sprühe hier gerade alles voll, damit alles schön glänzt. Dann will ich dich nicht stören. Weiter geht es in Mias Zimmer. Hier hat sich nichts verändert. Hier sind wir in Paul und Alex Zimmer. Na, Alex, was machst du denn da? Alex übt gerade. Und was übt ihr gerade fleißig? Ja, Tante Nicole, also wir üben fast Kopfstand. Aha, okay. Tante Nicole? Ja? Zeigst du jetzt gerade allen das hier, also das Haus? Ja, das mache ich. Tschüss, Tante Nicole. Tschüss, vielleicht komme ich nachher nochmal wieder. Okay, Tante Nicole. Jetzt sind wir bei Oma und Opa im Garten. Naja, es ist immer noch Opas Garten, aber ist ja leider schon tot. Dort gibt es auch einen neuen Rasen. Hier sind die Hasen und dort die Meerschweinchen. Und hier? Wer ist hier? Hallo, ich bin Heino. Oma hat so ein gutes Herz. Heino war obdachlos, aber sie hat ihm geholfen. Ja, Gertrud ist so gut. Ja, das stimmt. Meine Mutter ist eine gute Mutter. Ja. Weiter geht es zu Oma und Opa ins Haus. Also, jetzt sind wir noch zu Oma. Oma wohnt ja hier jetzt nur noch ganz alleine. So, also. Hier ist so ein Schrank. Und das filme ich jetzt einfach mal so, damit ihr alles gut sehen könnt. Und dort ist übrigens der Essbereich. Da gibt es eine Tür, da geht man durch. Und von dort aus geht man in den Fahrstuhl. So, immer schön nach oben. Der klemmt leider manchmal. So, oben angekommen. Hier ist eine Tür, da muss man natürlich durch. Komisch, wo ist denn Oma? Vielleicht ist sie ja auf dem Balkon. Sieht nicht danach aus. Hier ist jedenfalls Lilos Bereich. So, etwas weiter. Hallo, Nicole! Hallo Mama, wie geht es dir nach Opas Tod? Ach, du glaubst nicht, wie mir das Herz schwer ist. Wo ist denn dein Freund? Ach, er ist gerade mit seinem Hund draußen. Wieso das denn? Naja, wir sind ja jetzt wieder zusammen. Ach so, ihr seid ja zusammen, stimmt. Muss ich erstmal in der neuen Familie, die jetzt neu zusammengewürfelt ist, nochmal neu angewöhnen. Und du zeigst jetzt allen das Haus? Ja, Mama, das mache ich gerade. Also, hier ist der Schrank. Da sind Opas Sachen drin. Und hier ist das kleine Badezimmer mit der Toilette. Hier ist jetzt Oma und Opas Haustür und der große, große Stadtpark. Den muss ich natürlich euch auch mal zeigen. Hier ist das Schwimmbecken und da geht's schön weiter und hier. Ich finde das einfach richtig toll. Hier ist die Schule und die kleine Bank. Hier wird fleißig gelernt. Weiter geht es rein in die Kita. Hallo! Hallo! Und hier oben ist der Bereich, wo ich noch gefilmt habe bei der Homeschooling-Folge auf Englisch. Und hier ist nun der Gemüsestand. Jetzt geht es zur Bank und zur Modeboutique. Hab ich gerade gesagt Bank? Ich glaube schon. Dann entschuldigt, das ist natürlich die Post. Hallo Lisa. Hä? Ist hier jemand? Gucken Sie mal hinter sich. Nicole! Lisa! Hallo! Hallo! Da haben sich aber zwei gefunden. Ja, ich stelle gerade den Zuschauern die Modeboutique vor. Das ist sie nun, die Modeboutique. Ich muss jetzt schnell weiter. Okay, tschüss, tschüss. Weiter geht es rein zur Bäckerei und zu dem Haus, wo Familie Schmidt mal gewohnt hat. Hier ist nun die Bäckerei. Dort sitzen zwei schwangere Frauen. Ach so, die eine ist übrigens
Hebamme. Weiter geht es hoch, zu diesem Haus. Da will ich noch nicht so viel zu sagen, denn das habe ich auch auf Instagram vorgestellt. Auch wie die Männchen heißen. Die haben eine sehr große Ähnlichkeit mit Familie Blümchen. Denn früher habe ich immer mit den Figuren gespielt, mit denen meine Freundin Familie Blümchen dreht. Jetzt sind wir aber auch schon am Ende. Ich wollte euch ja noch den Boden zeigen und wollte euch auch noch verraten, wieso wir das heute machen. So, also zu dem Boden. Wenn ich weiter runter filme, seht ihr einen Tisch. Da ist der Boden. Wenn ich so filme, dann seht ihr, dass das eine Balkonmatte ist. Das heißt, die ist für einen Balkon. Legt man dann hin, damit es aussieht wie ein Garten. Und eigentlich wollte ich mir anderes Gras holen. Nehme ich solch eins hier. Das seht ihr gerade in meiner Rumpelkiste. Also ich zeige jetzt gerade auch mit Absicht die Hand. Lust gab es dann leider nicht, denn wir haben das im Obi gekauft. Aber habe ich gesagt, mit dieser Matte gebe ich mich auch zufrieden. Im Obi haben wir übrigens auch diese schöne Holzfolie und diese Marmoroptikfolie gekauft. Die sieht doch richtig echt aus. Nun geht es weiter zu den Kindern. Die wollten euch ja noch etwas mitteilen. Kinder, kommt. Bevor ihr das sagt, also erstmal sagt ihnen was gleich, nachdem ich zu Ende gesprochen habe, dass gewöhne ich nämlich den Kindern an, dass sie erst was sagen dürfen, wenn der andere ausgesprochen hat. Ja, also, das war hier halt alles, was wir euch zeigen wollten, was oben steht, also in meinem Zimmer. Und wir haben natürlich auch in den Kästen noch ganz viel, weil ich habe das hier alles auf Tischen und Regalen stehen, deswegen. Ja, jetzt aber zu den Kindern. Erzählt es ruhig. Okay, also wir haben das hier gedreht. Ja, wir haben das gedreht extra, weil wir jetzt über 50 Abonnenten haben. 57 sogar. Oder 56. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mindestens über 55 gerade. Und das finden wir halt richtig toll. Und da habe ich mir so gedacht, jetzt muss ich doch meine Welt mal schöner machen, aufpimpen. Und ja, das hat sie sich halt gedacht. Also ich jetzt persönlich. Und deswegen haben wir das heute mit euch gemacht. Und genau, das 50-Abo-Special könnt ihr euch ja gerne anschauen. Gut, ihr habt es gesagt und jetzt sagen wir auch schon, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und bevor wir jetzt noch Tschüss sagen, sagen wir erst, wir hoffen, ihr hattet die ein oder andere DIY-Idee für eure Playmobil-Welt. Aber jetzt denn wirklich Tschüss! 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 Ich sage auch Tschüss, ohne Mario. Tschüss! Meine Playmobil-Welt. Ich sage auch Tschüss.